Bierchen. Guten Abend. Frau Küttner. Herr Raab. Das freut mich sehr. Ist eine Überraschung, ne? Ja. Richtig. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ruhe. So, ich muss mit der Frau Küttner sprechen. Ja. Was gibt's denn? Du und ich unter uns, ne? Ja. Hier, den Clip, den wir gerade gesehen haben, der ist ja mordsmäßig professionell, finde ich. Dafür, dass das relativ schnell wahrscheinlich auf die Beine gestellt worden ist. Ja, relativ zügig, ja. Es hat kaum, etwa 2,5, 3 Wochen. So schnell den ganzen Spaß? Du sollst mal machen, Shaggy, einen Studio-Clip gedreht im Fernsehen. Ja. Geil. So ungefähr. Was ich mir mal so überlege, ne? Du musst ja die Plattenindustrie sowas von ärgern. Ne? Die arbeiten ja mal jahrelang und diverseste A&Rs und so und machen Stars und du. Ich glaube, das täuscht. Die tun so, als würden sie jahrelang arbeiten. Ja, klar, weil die sind ja unsere Freunde. Wir müssen natürlich nette Sachen. Nee, das ist auch meistens so, weil sie es nicht drauf haben. Weißt du? Brauchen sie einfach jahrelang, um irgendeinen Titel zu machen. Wenn du es kannst, dann brauchst du einfach nur eine Woche. Dann funktioniert der sofort. Das Schöne ist auch der Titel, ne? Stefan Raab featuring Shaggy. Klingt natürlich auch super, weil das ja nicht andersrum ist. Das ist doch ganz lässig. Also wenn man sagt, gut, ich habe da diesen Song gemacht, Shaggy hat ein bisschen geholfen und so. Wenn den Text, den der Shaggy da toastet, ne, habe ich gestern in der Sendung gesehen, habe ein bisschen was gelernt. Da war ich froh, dass ich das gesehen habe. Stell dir vor, du hättest jetzt gesagt, weißt du, was Toasten heißt? Ja. Dann hätte ich auch du wusstest nicht, was Toasten gesagt. Heißt? Nee, tatsächlich nicht. Du arbeitest beim Musiksender und weißt ich nicht, was Toasten heißt? Ich hatte auch schon eine ganze Sendung mit Shaggy. Habe ich gesehen erklärt, übrigens. Oh, hör mir auf. Mit Shaggy im Schwimmbad warst du, ne? Was hatte ich Angst. Ja, so ja, im Pool und so. Das war so, ich dachte am Anfang, ganz geil, der Shaggy, der steht auf mich. Und dann die zweite Hälfte dachte ich nur, oh, Hilfe, der steht auf mich. Der war am nächsten Tag bei mir und hat gesagt, er steht überhaupt nicht auf. Ja, ja, klar. Er hat dann viermal bei mir angerufen. Ne? Ich war dann richtig Schisser. Er mag dich gern. Ich weiß. Ja. Was wolltest du sagen? Ach, was soll ich sagen? Ach, so toasten. Das heißt tatsächlich toasten. Ja, also, nur wenn man so macht, oder? Ja, dieses mit der. Das toasten. Ja, das ist toasten. Wer? Sag nicht ich, sagt die Reggae-Szene. Ach so. Da steckst du ja ganz tief drin auch, ne? Ja, ich bin ja ein alter. Lass uns ehrlich sein. Reggae-Hase. So. Den Text, den er getoastet hat, da hat er ihn selber geschrieben? Oder wer hat ihn geschrieben? Shaggy hat ihn geschrieben. Da habt ihr gesagt, mach mal. Ja, ich kann dir kurz sagen, wie es war. Also Shaggy war bei mir in der Sendung und wir hatten gerade angefangen, diesen Sample von Hans-Christian Ströbele, das ist der Politiker von den Grünen, der übrigens heute Abend bei mir in der Sendung ist. Ja, genau, und auch genaueres dann erzählen wird, wie das zustande gekommen ist. Und dann habe ich angefangen, da so einen Song draus zu bauen. Ja, und habe selber sozusagen versucht, Shaggy zu imitieren, so ein bisschen. So, und dann kam Shaggy in die Sendung abends und ich habe es ihm sozusagen im Backstage-Raum vorgespielt. Ja? Ich habe gesagt, wie findest du das? Ja? Hat er gesagt, das ist lustig, worum geht's denn da? Ne? Ja. Da habe ich gesagt, ja, es geht da um die Legalisierung von Hanf. Und hat er gesagt, das finde ich gut. Gib mir das mal mit. Ja. Und dann habe ich ihm ein Playback des Songs mitgegeben. Ja. Ja? Also eine Fassung ohne Worte drauf, also nur die Musik sozusagen, eine Karaoke-Version. Und dann hat er sich das im Hotel angehört, war am nächsten Tag, hatte noch einen Termin in Berlin, ist dann zurück nach Köln gekommen, hat uns angerufen, hat gesagt, das finde ich gut, lass uns das machen. Wie sieht denn das, ganz kurz, ne, wenn ihr Fragen stellen wollt an Stefan Raab, dann tut das doch bitte, ruft an 01373-22211, da gibt es dann auch die Musik abzustauben oder fax 01373-22212 oder mail interaktiv@viva.tv/Fragen an Stefan Raab, als Ausgleich gibt es eine CD dann. Ne? Exakt. Wie sieht denn das rechtlich aus? Also rechtlich? Klar, Shaggy ist jetzt vielleicht, oder ich meine, man muss ja, du hast ja dann diesen Politiker, ne? Genau. Fand er das überhaupt? Ich habe ja letzte Woche sozusagen mit ihm telefoniert. Wir haben ihn dann eingeladen in die Sendung. Es war eine junge Bundestagsabgeordnete, Anna Lührmann heißt sie, 19 Jahre alt. Die jüngste Bundestagsabgeordnete der Grünen war bei uns, hat Herrn Ströbele dann die CD mitgebracht. Und dann habe ich mit Herrn Ströbele telefoniert. Und da sagte er, als ich das erste Mal gesehen habe, ist natürlich in mir direkt der Anwalt wach geworden. Mhm. Weil er war ja, beziehungsweise er ist ja auch selbst Anwalt und sagte, darf der Herr Raab das überhaupt? Schön. Und dann hat er gesagt, da ist ja der Sache dient ja. Ja. Also er hat da nichts dagegen. Aber gut, ich meine, ich habe ja erst die CD gemacht und sie ihm dann gezeigt. Das hätte natürlich auch ordentlich ins Auge gehen können, oder? Gut, damit muss man. Darf man überhaupt die CD machen, ohne dass man ihn gefragt hat? Reite ich dich jetzt eigentlich total? Ja, man kann ja, man kann das ja, man kann es zumindest probieren. Es gibt ja, er hätte auch. Klar. Ja, also grundsätzlich, das ist also das, war das, die das ist eine lange Markt, Geschichte. Bevor die waren noch nicht auf dem Markt, nein, bevor er das wusste. Da habt ihr dann doch. Alter Walter, das oder ist aber nein? Fies. Doch. Nee, doch, nein, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Ja. Nein, letzte Woche habe ich sie gewesen, sozusagen. Wenn er sich selber erstmal bei Saturn schön sieht. Ja, aber das ist ja, das ist so eine rechtliche Grauzone. Das ist ja nichts anderes als Sampling. Er hat auf einer öffentlichen Veranstaltung eine Rede gehalten, ja, als öffentliche Person. Und wir haben sozusagen ein Sample daraus benutzt. Ja. Ja, das ist nichts anderes als Hip-Hop-Musiker, die Samples von James Brown verwenden oder von anderen Politikern. Das ist ja eigentlich gang und gäbe. Es ist eine rechtliche Grauzone. Es ist relativ schwierig zu sagen, ob das nun wirklich erlaubt ist oder nicht.
Das weiß man nicht. Wenn er da nichts dagegen hat, ist es natürlich erlaubt. Mit Shaggy bist du dann direkt in dein Studio, wie hieß das? Und auch in deins bei dir zu, bei ja, dir genau, zu Hause, ne? Bei mir zu Hause, ja. Und ja, das hatte sozusagen, ist dann abends aus dem Hotel dann nochmal gekommen. Abends gegen 10 war das. Ja. Das, er hatte sich schon einen Text überlegt, er hat den schon aufgeschrieben, weil er hatte ja die CD schon mit im Hotel gehabt. Und hat dann noch drei so Leute aus seiner Posse oder wie ich das nenne, dabei. Und dann ging das eigentlich ratzfatz. Also das waren 3-4 Takes, dann war es drin. Das hat also kaum länger als 3-4 Stunden gedauert. Sein Part ist ja jetzt auch nicht so riesig doll. Habt ihr dann wo gedreht? Also wahrscheinlich augenscheinlich im Studio bei dir sein Teil gedreht? Genau, wir haben das direkt mit der DV mitgedreht, mit der DV-Kamera mitgedreht, weil er am nächsten Tag wieder nach New York musste. Und dann haben wir sozusagen das Video an dem Wochenende danach direkt gedreht. Wir haben ja die Möglichkeit, wir haben ein Studio, wo wir sonst die Sendung machen. Da geht das natürlich schnell, sowas zu realisieren. Sozusagen sind wir imstande, innerhalb von wenigen Tagen eine Platte zu veröffentlichen. Und dann haben wir natürlich die Szenen von Shaggy aus dem Studio dann da reingeschnitten über diesen Fernseher, wie man es eben gesehen hat. Was ist denn, ich habe die Sendung gesehen, wo Missy Elliott da war und du ihr versucht hast, dieses, ich weiß nicht mehr, wie die Tante heißt, dieses Politikerlied anzudrehen, damit sie das PDD gibt. Hat das funktioniert? Weil ich bin mir sicher, also wenn er das hört, also irgendwas würde er ja machen, oder? Also ich weiß nicht genau, wie das weitergegangen ist. Oder sie hat einfach liegen lassen. Man weiß ja nicht, wie das bei den amerikanischen Künstlern ist. Ne? Die waren immer, ja, Mario, ich zeige ich mal Puff Daddy und so. Und ja, aber du bist ja inzwischen in der deutschen Fernsehlandschaft auch nicht mehr irgendjemand. Also wenn, dann, wenn da so Shaggy schon am Start ist. Also das wäre ja super, das macht mich natürlich sehr stolz, dass der große Shaggy sich da bereit erklärt hat, da mitzumachen. Also, aber ich habe da grundsätzlich zu allen Künstlern, die zu mir in die Sendung kommen, die sind eigentlich immer durchaus bereit, was zu machen, wenn sie merken, dass es nicht so gezwungen daherkommt. Also ich habe normalerweise auch keine Probleme, Künstler dazu zu bewegen, mit mir irgendeinen Schwachsinn zu singen. Ja? Mit Kylie Minogue alte Songs oder mit Frag mich nicht. Das finde ich, find ich tatsächlich trotz allem am schönsten an deiner Sendung, wenn du dann mit diversen großen Leuten, auch als die Sugar Babes fand ich auch fantastisch, weil die ja diese schreckliche Choreografie haben. Und ihr denn da irgendwie alle saß. Das muss aber den Künstlern auch unheimlich Spaß machen, oder? Weil es ist am Anfang, wenn die Künstler nicht richtig einschätzen können, wo sie da hinkommen, dann sind sie immer etwas unsicher. Weil ein Künstler, der aus Amerika kommt, der weiß ja nicht, in was für eine Sendung er da kommt. Ja. Die sagen ihm, die Plattenfirma sagt ihm, geh mal da hin, das ist eine interessante Sendung, das gucken hier in Deutschland viele Leute. Dann kann der Künstler aber nicht direkt einschätzen, ob das nun wirklich stimmt. Ja. Und wer da diese Sendung moderiert, die Leute von der Plattenfirma sagen, der ist auch ganz musikalisch mit dem, kannst du auch mal ein bisschen Quatsch machen. Und wenn die Künstler dann selber bemerken, dass das Hand und Fuß hat, was wir da machen, dann machen die auch gerne den einen oder anderen Spaß auch mit. Aber das spricht sich auch mit der Zeit rum, oder? Man muss sich jetzt ja dann zwischen nicht mehr deine... Das ist ja schon ja, das spricht sich durchaus rum. Also die Künstler in Amerika, das weiß ich von einigen, die treffen sich ja auch dort. Ja? Und der eine sagt, ich gehe auf Promotour nach Europa oder nach Deutschland. Da ist das schon so, dass sie sagen, geh mal zum Stefan Raab in die Sendung. Oh, war das ja so. Super. Ja. Wie ist denn das mit, du bist ja tatsächlich, also nicht, dass die Leute das nicht glauben, aber auch ernsthaft wirklich musikalisch. Du hast ein Studio und trotzdem machst du so eigene ernsthafte Sachen. Also ich meine nicht, dass das nicht ernsthaft wäre, aber du könntest ja natürlich irgendwie auch einfach eine Band machen mit Musik, die du persönlich total super findest. Ja, verkaufen würde ja sich das sowieso. Das weiß ich nicht, aber das hat sich, ich habe das früher ja auch gemacht. Ja, aber ich habe früher Instrumentalplatten und solche Geschichten gemacht und das ist immer schwierig zu sagen, ob das jetzt, ist das jetzt Comedy oder ist das keine Comedy, ja? Da muss man, guck mal, sind die Ärzte Comedy oder nicht, ja? Wenn die, würdest wenn die singen, du Comedy-Musik Männer sind machen, wenn du jetzt einfach nur deine Musik nach deinem Geschmack, also du könntest ja auch gut ein Britpopper sein, was weiß ich. Ich finde aber nicht, dass, ich finde ja nicht unbedingt, nicht zwingend, dass das Comedy ist, was ich mache. Es ist zwar lustig, ja, aber deswegen ist die Musik ja keine Comedy-Musik. Du hast Comedy gesagt, ja, ich meine, also dass die das Musik ist ja durchaus, sagen wir mal, ambitioniert. Ja. Aber wenn du jetzt Musik mit dir alleine, ohne Samples, ohne Shaggy, ohne so, sondern zu Hause sitzt mit einer Gitarre, dann würde was bei rauskommen? Wäre trotzdem deutsch und lustig vermutlich. Nee. Ja, das meine ich ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Bring doch das raus. Nee, aber ich habe da so eine, ich habe gegenüber mir persönlich habe ich da eine relativ merkwürdige Einstellung zur, in Anführungsstrichen, Kunst. Du findest dich nicht so nett? Nein, ich finde immer, wenn ich versuche, deswegen immer, wenn ich in der Sendung irgendwas singe oder irgendwas mache, setze ich mir eine Perücke auf, um klarzumachen, ich meine das nicht ernst. Ja? Leute, ich meine das nicht ernst, sondern ich finde das immer sehr, manchmal
wenn ich jetzt einen englischen Text daher singe, eine englische Ballade oder so, ja. nehmen wir mal an sowas, ja, und mache einen auf Ronan Keating, ja, was ich von der technischen Seite durchaus könnte, ja. Vom Äußeren auch. Nein, vom Äußeren natürlich nicht, da sehe ich deutlich beschissener aus, aber das ist mir auch egal, ne? Dann komme ich mir da persönlich immer ein bisschen Aber dann zweifelst du tatsächlich dann so ein bisschen an mir? Nein, ich zweifle nicht an mir, ich will das nur nicht machen. Also ich zweifle nicht daran, dass ich so einen Song singen kann und dass ich so einen Song schreiben kann. Du glaubst gar nicht, was zu Hause alles in der Schublade liegen hat. Ja, das dachte ich nicht, aber du würdest dir dann irgendwie selber trotzdem doof vorkommen, augenscheinlich. Ja, ich finde es manchmal ein bisschen albern dann hier. Aber gut, ich meine, das funktioniert ja auch so. Ja, das kann ich nur mit einer gewissen Ironie, ja? Ja. Also ich habe nichts gegen Ronan Keating, ganz im Gegenteil. Ich habe wirklich nichts gegen Ronan Keating. Wer hat denn was gegen Ronan Keating? Nee. Okay, jetzt. Nein, ich habe nichts gegen Ronan Keating. Ich finde den ja immer ein bisschen sexy. Ne? Ich habe ja diverse peinlichste Lieblingsstars. Ich stehe total auf Enrique Iglesias. Findest du Ronan Keating immer noch gut, auch wenn er jetzt mit Janet Biedermann... Ich hatte ihn auch neulich im Interview und da war er so kühl. Und ich dachte, er hätte mich ruhig ein bisschen super finden können. Hat er aber nicht, was dann auch ehrlich und nett von ihm war. Ja. Und dachte ich, dann finde ich den auch irgendwie auch nicht mehr so nett. So, nee, ich habe auch schon mit ihm gesungen. Ja, ja. Und ihr habt auch schön hier Aufguss gemacht. Das fand ich total schön. Dass Ronan Keating auch Aufguss für deine Band. Meine Band, die Band, das sind so die Band kleinen Sachen, Sauna die immer saß, total super sind, wenn Ronan Keating Aufguss machen geht. Ja. Wir machen schnell eine kleine Pause und gucken uns, was gucken wir an? Also Wunschclip der ersten Stunde, ne? Und dann sind wir gleich wieder da. Bis dann. Okay. Stefan Raab, immer noch hier bei mir auf dem Sofa. Das Schöne ist ja auch, dann bist du heute mein Gast, denn ich bin ja nächste Woche dein Gast am Mittwoch. Du bist nächste Woche mein Gast? Du bist bei mir in der Sendung? Ja, am 4. Das ist ja ein Hammer. Du kommst zu mir in die Sendung? Ja, ja. Ich wusste auch vor allem nicht, dass du kommst. Das ist ein komplettes Überraschungsprogramm von der Redaktion, ne? Ja, das kann man mal sehen, alles spontan im Fernsehen. Ja, ja. Ist das nichts die alte Deko von Dalli Dalli, die ihr hier hinten drin habt? Sieht so ein bisschen aus. Ja. So. Ich finde, man muss im Fernsehen auch mal schweigen können. Ja, genau. Oder? Wir haben zwei Anrufer. Wir fangen an mit dem ersten. Wer ist denn am Telefon? Hallo? Hallo? Hallo! Hier ist Mike aus Elmshorn. Hallo Mike! Was? Aus wo? Elmshorn. Aus Elmshorn? Hey. Ja, genau. Stefan, ich wollte dich fragen, ob du selber Drogen nimmst oder was du davon hältst. Nein, natürlich nicht. Also, es ist ja. Es ist so, wenn wir über Legalisierung von Hanf sprechen, ja, dann meinen wir ja lediglich die Entkriminalisierung, ja, des Hanfbesitzes. Ja. Ja. So, aus Hanf kann man ja verschiedene Sachen machen. Da kann man ja Klamotten draus machen, da kann man ja schöne Nudeln. Alles mit Nudeln, Getränke, das gibt es ja alles. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich bin selber ja Nichtraucher, insofern. Echt? Und trinkst du Alkohol? Auch nicht. Habe ich vorhin auch gefragt, dachte ich mir nämlich auch, dass du. Aber nicht, weil ich da jetzt bin, jetzt kein Alkoholgänger. Ich trinke mal, wenn einem nichts anderes, wenn nichts anderes da ist, trinke ich auch mal ein Bier. Ja? Aber das ist jetzt nicht. Früher mal gemacht, gekifft? Aber nicht inhaliert. Oh nein, einer von denen. Nein, ich bin selber eigentlich gar kein großer Kiffer. Ja. Hm? Also, war ich auch nie. Und seitdem ich nicht mehr rauche, seit. Zweieinhalb Jahren fast. Ach, aber du hast ich habe früher mal geraucht, aber das ist ja ungesund, deswegen habe ich damit aufgehört. Gut, dass du mir das sagst. Ja. Ist gut. Kinder, hört auf zu rauchen. Aber ich bin sozusagen schon dafür, dass der Besitz von Hanf endlich mal entkriminalisiert wird. Ja, andere Drogen wie Alkohol, die mindestens genauso schlimm sind und mindestens genauso viele, wenn nicht noch mehr, beziehungsweise mit Sicherheit wahrscheinlich mehr Leute in Abhängigkeit bringen, die sind eben nicht kriminalisiert. Mhm. Ja, du kannst an jedem Laden, kannst du dir eine Pulle Schnaps kaufen. Und da geht es doch wirklich mal um die Gleichberechtigung dieser beiden Substanzen. Medien. Ja, Medien. Lieber Mike, Frage beantwortet, CD mit nach Hause genommen. Ja, alles klar. Tschüssi. Könntest du noch für Mike auf die CD schreiben? Für Mike auf die CD schreiben, selbstverständlich. Mit A oder mit E? Mit A. Ach, die alte Ostversion quasi, ne? Ja. Mike mit A ist immer Osten gewesen. Mike mit E ist Westen gewesen. Besorge ich dir gleich. Ansonsten machen wir es danach. Lieber Mike, schreiben wir rauf. Wird dir zugeschickt, ne? Ja, alles klar. Tschüssi. Ciao. Wir haben noch jemanden am Telefon. Hallo? Hallo. Hier ist der Lars aus Lohnde bei Hannover. Ich grüße dich, Stefan Raab. Hallöchen. Wie heißt du noch? Lars. Lars. Aus Hannover. Aus Hannover. Hallo, Lars. Lohnde. Aber ist doch egal, wo ich herkomme, oder? Bitte? Ja, ist total egal. Stell mal deine Frage, Lars. Ja. Und zwar wollte ich gerne wissen, was er von dem neuen Kanzler-Song hält. Und ob er denn auch für den Grand Prix Oliver the Chancellor-Song vorstand. Und noch eine Frage, ob du auch mal wieder einen Titel für den Eurovision-Scholler-Song. Sag nochmal richtig jetzt.
Wenn du die Frage nicht richtig stellst, geben wir dir keine Antwort. Ein Zungenbrecher drin für mich. Ich glaube, ich heute kriege fängt an mit Grand Prix, Grand Prix, die richtige Antwort. Eurovision? Nee. Wie heißt er eigentlich richtig? Grand Prix. Eurovision de la mit Chanson? De? Kommt da noch ein De? Ich habe nicht Französisch in der Schule gehört. Grand Prix Eurovision de la Chanson. Heißt er, glaube ich. Jedenfalls, ja, genau, was so war die Frage nochmal? Ja, also Kanzlersong erstmal. Kanzlersong. Ja, der will zum Grand Prix oder was? Ja, der will zum Grand Prix. Der genau, da muss Grand Prix? Sich, habe ich auch gelesen. Der muss sich da, glaube ich, auch einen neuen Song einfallen lassen. Mit dem Song kann er da ja nicht hin. Ja, kann er gerne machen. Wir sind ein demokratisches Land, hier kann jeder machen, was er will. Ja. Und je mehr Bekloppte da mitmachen, desto besser ist das. Ja? Desto lustiger wird die Veranstaltung. Hat man ja auch an Gildo Horn gemerkt, ne? Ja, zum Beispiel. Wer ist denn da, Lars, wer ist denn da im Hintergrund? Ist da ein Baby? Was? Nee, das ist mein kleiner Sohn. Naja, na ja, das ist ja... könnte ein Baby sein, aber Na. Und was, achso, und die andere Frage war, ob ich da nicht noch mal hin will zum Grand Prix? Was? Du hast noch gefragt, ob ich nicht da auch noch mal hin wollte. Ja, willst du nicht mal mit irgendeinem Song wieder? Oder was dazu? Oder einen ins Rennen schicken? Du kennst doch so viele da. Ja, vielleicht einen ins Rennen schicken? Ja, vielleicht mal. Irgendwann habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Meistens kommt sowas ja sehr, sehr spontan und überraschend bei uns. Ja, wir haben schon mal kurz drüber überlegt, ob wir, ich weiß nicht, ob der Name, die was sagt, ob wir René Pascal zum Grand Prix schicken. Aber ist dann schnell abgewählt worden. Schade eigentlich. Aber, kann durchaus sein, ich will nichts ausschließen. Aber in der näheren Zukunft selber tue ich mir den Stress nicht nochmal an. Das ist ja sehr anstrengend. Da kommt dann sehr viel, da muss man dann eine Woche vorher da sein und üben und so. Und ich übe ja nicht gerne. Ja. Meine Theorie ist ja, wer übt, der kann nichts. Echt? Ja. Oh, aber klingt ganz schön. Ja. Ja. Hier, lieber Lars, ne? Kriegst du eine CD? Ja, natürlich kriegst du eine CD. Wir schreiben auch für Lars rauf. Noch immer TV Total. Bitte? Echt super. Ja, okay, weiter so. Elton auch. Ich grüße an Elton nochmal. Weiter sagen, mach ich, alles klar. Ja, tschüssi. Tschö. Ja, tschüss. Viele Leute halten dich ja für ein Arschloch, ne? Das ist mein Was? Das ist aber hier etwa jemand? Du musst auf jeden Fall irre oft damit konfrontiert werden, dass die Leute denken, der Raab, der ist da so ein, weißt du, du bist da bestimmt ein total netter im Wahnsinn. Ja, natürlich. Kannst aber du doch bestätigen, oder? Nee, im Ernst. Ja. Man denkt ja so, unheimlich viele Leute haben ja Angst vor dir. Ne? Wenn sich hier noch manchmal E-Mail-Master versprechen oder überhaupt E-Mail-Master sein sollen, dann sagen die mal, nee, mach ich nicht. Nachher verspreche ich mich, nachher muss ich zum Raab. Ja, aber das heißt doch nicht, das ist doch nicht Schlimmes. Nee, also, aber ich glaube, dass die meisten Leute auf jeden Fall denken, dass du total fies bist, weil du die alle verarscht. Kommt das, tragen Leute dir das privat auch entgegen? Boah. Dass sie irgendwie sagen, ey, du Wichser. Nee. Weiß man nicht. Ja, doch, das wird häufiger gesagt. Ja, auch in einem Freundes- und Familienkreis, gerne. Nein, also die Leute wissen, glaube ich, schon zu unterscheiden zwischen dem, was du im Fernsehen machst. Ja, natürlich, aber ist das so? Wenn du eine Comedy-Sendung machst, wenn du sowas machst wie wir, dann bleibt nicht aus, dass du Scherze machst, ja, über verschiedenste Leute. Und da bleibt es auch nicht aus, dass der ein oder andere den ein oder anderen Spaß eben nicht vertragen kann. Und dann kann es durchaus sein, dass jemand dich für einen Idioten hält oder für ein Arschloch oder wie auch immer. Aber da kann ich nur das alte Sprichwort anführen, das mein Erdkundelehrer früher immer sagte. Der sagte, was stört es die deutsche Eiche, wenn sich die Wildsau an ihr kratzt? Schön. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Aber ich würde trotzdem doch behaupten wollen, dass die wenigsten Leute wissen, dass du da auch deine Grenzen hast. Das ist ja nicht so, dass du einfach hinpolterst und den Leuten einfach so lange im Fleisch bohrst, bis es nicht mehr geht. Du machst das ja trotzdem, also jetzt nicht nach einem Prinzip, aber du hast das... Du bist ja nicht behämmert, weißt du? Du gehst da nicht hin und drisch drauf reiten. Ja. Weißt du, drisch drauf reiten, sondern du machst ja trotzdem einen Job. Und ich glaube, dass viele Leute einfach denken, der Raab, der ist, also entweder denken sie, der Raab, der ist ein Spacken oder der Raab, der ist so geil, weil er immer aufs Maul geht. Hast du nicht, fühlst du dich nicht missverstanden? Na, aber nee, ich versuche das ja auch gar nicht richtig zu stellen. Die Leute machen sich schon ihre eigene Meinung. Ja. Ne? Natürlich, du weißt ja, wie die Medienlandschaft funktioniert und das eine Medium sagt irgendwie, der Raab ist ein Idiot. Ja, der nächste Zeitungsartikel sagt wieder, der Raab ist eigentlich ein ganz cleveres Kernchen. Ja. Und der nächste sagt so, und ich glaube, die Leute, die sich meine Sendung angucken, die machen sich ihr eigenes Bild. Ja. Es hat überhaupt keinen Zweck, in einer Sendung wie dieser hier so zu tun, als ob man ein ganz Dufter wäre, weil wenn man das nicht ist, dann merken die Leute das sowieso. Ja? Oder ich verrate deswegen, ihn dann oder du verrätst ihn danach. Ja? Das ist, die Leute sollen sich ihre Meinung selber bilden. Ja. Ich glaube nicht, dass sich die Leute durch... Wenn sie jetzt in der Lage sind. Dass die Leute sich im Wesentlichen, wenn sie die Möglichkeit haben, sich eine eigene Meinung zu bilden, sich durch Medien oder durch andere Leute beeinflussen lassen. Ich weiß, das würde ich doch glauben wollen. Ich glaube nicht, in der Masse nicht. Das glaube ich nicht. Ne? Sollen wir die Sendung mit einem Kompliment enden lassen? Oh ja. Eins von mir an dich. Ja, bitte. Ich finde, dass du eine unheimlich süße Lache hast. Dankeschön. Im Ernst, ich finde, du lachst wie ein Kleinkind. Ich finde das total toll. Was?
Was? Ja, man kann sie nicht ganz, lass uns ehrlich sein zueinander. Jetzt geh ich. Wir kennen uns ja schon Jahre, ne? Hier, die, man kann sie nicht Taxi nennen, aber ich finde sie so, dass man sich am liebsten sofort in den Arm schließen will. Echt? Ja. Jetzt wird es mir aber langsam ein bisschen gefährlich hier. Nee, keine Angst, aber weißt du, was ich meine? Du kennst ja deinen eigenen Lacher. Du hast ein fantastisches Kultgeschenk mitgebracht. Ja, das ist wirklich ein Sensationskultgeschenk. Nicht so ein Scheiß, was bringen die Leute normalerweise mit? Gerne auch mal CDs. T-Shirts. Obwohl, neulich hatte ich eingeschweißte Currywurst. Das war widerlich. Jetzt denken Leute zwar, ach, der Rab bringt so eine Ukulele mit, der hatte bestimmt 20 Stück von. Jetzt kommt aber der Hammer. Ja? Das ist nicht irgendeine Ukulele. Ja? Und es fällt mir wirklich schwer, mich von dieser Ukulele heute zu trennen. Denn das ist eine Original-Ukulele, die mir aus Hawaii mitgebracht wurde. Und zwar von den No Angels. Ah. Ja? Ist das nicht ein Hammer? Und die haben alle hier drauf unterschrieben. Sandy, Vanessa, Jessica, hier Yusuf. Heißt ja, einer Yusuf, genau. Yusuf Vani, von das Vani. Was? Das Vani? Weiß schon, Vani ist die alle am liebsten mögen. Wer ist denn Anni? Vanessa. Ach so. Ne? Das sieht aber aus wie Yusuf. Naja, egal. Und ich habe da auch noch drauf unterschrieben. Ja? Ist das nicht toll? Ich gebe das schöne Geschenk von den No Angels an mich mit meiner Unterschrift hinzugefügt und den Unterschriften der No Angels weiter an euch, dass ihr es weiter dann wieder... Ja. Und es fällt mir wirklich schwer, mich davon zu trennen. Ich nehme die mit nach Hause und ihr kriegt ein geiles Geschenk? Ja, das ist fantastisch. Vielen Dank. Stefan Raab für euch. Guckt euch schön weiter die Sendung an. Meine und seine. Uns zusammen. Wir gucken jetzt, wir machen eine kleine Pause und ich verabschiede hier mit Stefan Raab mit einem Riesenapplaus. Vielen Dank, dass ihr da seid. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Wiedersehen.